Herzlich willkommen. Wir wollen heute ein traditionelles Gericht der Lausitz zubereiten für unseren Herbst und haben dazu Pellkartoffeln, Quark und Leinöl gewählt. Ja, dieses Gericht hat schon eine ganz, ganz lange Tradition und beginnt eigentlich mit den ersten Siedlern, die eine ganz besondere Pflanze angebaut haben, und zwar den Lein. Und aus diesen Samen, die hier in den Fruchtkapseln drin stecken, wird das Leinöl als erstes Öl, was überhaupt in unseren Breiten gewonnen wurde, hergestellt. So, ja, hier haben wir schon einen ganzen Tisch aufgebaut mit unseren Zutaten. Und schauen wir einfach mal, was haben wir denn hier für Zutaten auf unserem Tisch? Die Hauptzutat unseres Gerichtes sind Kartoffeln. Wir haben heute eine bunte Vielfalt an Kartoffeln zusammengesucht. Was haben wir noch für Zutaten? Peter, was haben wir denn hier? Tvaroh, Bylinky, Kořeni a Brambory. Für den guten Geschmack sorgen Zwiebeln, Kräuter wie Dill, Schnittlauch und Petersilie. Ja, Pellkartoffeln sind ja nur eine Art, Kartoffeln zuzubereiten. Genauso vielfältig sind auch die Sorten, die es gibt. Wir haben heute hier mal festkochende Sorten gewählt. Das heißt, die bleiben nach dem Kochen noch in ihrer Form und sind somit eben wirklich besonders gut geeignet für Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Wollen wir mal schauen, welche Kartoffeln wir hier haben? So, hier haben wir die Solara, die besonders im sächsischen Teil der Euroregion Neiße angebaut wird. Ist eigentlich eine vorwiegend festkochende Sorte, bleibt aber nach dem Kochen wirklich immer noch sehr gut in Form. Und deswegen haben wir sie für unser Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl heute mit ausgewählt. Hier haben wir eine ganz alte Sorte, im 19. Jahrhundert erstmals gezüchtet worden. Das Bamberger Hörnchen ist auch eine Gourmet-Kartoffel und stammt aus Bamberg, wie der Name schon sagt. Hat eine richtig schöne gelbe Fleischfarbe und das Witzige ist eigentlich hier die Form. Jetzt wird's bunt mit unserer Rosemarie. Hat eine richtig schöne rote Farbe von der Schale und auch vom Inneren her. Und das Gute ist, nach dem Kochen bleibt die trotzdem noch so schön roséfarben, sodass das wirklich ein richtig schönes Farbspiel dann auch im Teller gibt. Ist eine festkochende Sorte, genauso wie unsere blaue Elise. Also ihr seht, es sind auch wirklich richtig tolle Namen, die unsere Kartoffeln hier haben. Die blaue Elise hat auch eine richtig schöne dunkle Schalenfarbe und ein richtig schönes violettes Inneres. Zum Schluss haben wir natürlich auch noch eine tschechische Kartoffelsorte ausgewählt, das Angelida Tannenzäpfchen. Sieht auch wieder aus, ähnlich wie das Bamberger Hörnchen. Und hat eine richtig schöne gelbfleischiges Inneres. Damit wir die Kartoffeln mit Schale essen können, müssen wir sie natürlich erstmal richtig gut reinigen. Und dann nimmt man am besten so eine richtige Bürste und tut sie dann richtig ordentlich reiben. So, jetzt haben wir unsere Kartoffeln gekocht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich schon gut sind. Deswegen würde ich sagen, wir holen jetzt einfach mal fachliche Unterstützung. Wir haben den Axel Göber als Gourmet-Koch heute mit vor Ort, der uns hier mit unterstützen wird. Erklär uns mal, wann sind denn die Kartoffeln jetzt wirklich gar? Gute Frage. Ich zeige euch das am besten. Es ist jetzt etwas schwieriger, weil es sind verschiedene Kartoffeln natürlich, verschiedene Kartoffelsorten mit verschiedenen Garpunkten. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir fast alle Kartoffeln mal kurz anpieksen. Und dann kriegt man das so ein bisschen mit. Wenn die sozusagen leicht wieder von der Gabel oder von dem Messer rutschen, sind sie eigentlich gar. Ne? Tim, ich würde mal vorschlagen, du probierst das mal. Wenn du so leicht reingehst und wieder rauskommst, dann würde ich sagen, sind die eindeutig gar. Ein bisschen mit Ruck. Wir haben Schnittlauch da. Doch alles, was mit Lauch zusammenhängt, sollte man ziemlich kurz schneiden.
Ansonsten hat man das Problem, dass man es ganz schlecht schlucken kann. Alle anderen Kräuter wie Dill oder Dill, Petersilie und was es sonst noch im Sommer gibt, kann man schön grob lassen, damit man sozusagen beim Kauen auch noch erkennt, was es eigentlich ist. Es ist schade, wenn wir uns die schöne Petersilie kleinschneiden, wie man das so früher gemacht hat, sondern ich würde das eigentlich ziemlich grob lassen, so wie es ist. Beim Lauch würde ich auf alle Fälle vorschlagen, das schneiden wir sehr kurz, wie ich es gerade erklärt hatte. Und das ist eigentlich ziemlich einfach mit einem ziemlich scharfen Messer. Die Spitzen abschneiden und dann schöne kurze Stücken schneiden. Das kann man wirklich erstmal ganz in Ruhe machen. Wichtig ist immer diese Sägebewegung mit dem Messer. Also nicht so runterhacken, sondern schöne Sägebewegung. Und das kann man dann natürlich auch flink machen. Aber dazu gehört natürlich ein kleines bisschen Übung, wie bei allen Sachen. So. Okay, wollt ihr das mal probieren? Also hier haben wir den Quark. Wichtig wäre, dass dieser erstmal gewürzt wird. Mit was würdest du würzen, Tim? Salz und Pfeffer. Genau so. Versuch's mal. Salz dran, schöne Prise. Ja, und drauf. Wichtig ist, dass man immer frisch gemahlenen Pfeffer nimmt aus einer Mühle. Kannst du vielleicht ein bisschen Pfeffer angeben, rechts um das Ganze und nicht zu knapp. Genau. Ganz gut, aber irgendwas fehlt noch. Es fehlen die Kräuter. Die Kräuter? Na, die haben wir ja schon zur halb vorbereitet. Da könnt ihr ja zum Beispiel das Lauch schon dran geben. Gebt da einfach mit an den Quark ran. Und nicht zu sparsam. Grünzeug kann man immer gebrauchen, reichlich. So, welche Kräuter haben wir denn hier heute hier? Alex. Petersilie gibt es mit krausen und glatten Blättchen. Es ist ein kleines Universalgenie, weil es fast jedem Gericht eine frische Note verleiht. Was gibt es denn noch hier für Kräuter? Tim, erzähl mal. Der Schnittlauch ist verwandt mit dem Lauch und gehört zu der Familie der Zwiebeln. Ein Quark ohne Kräuter ist fast unvorstellbar. Anischka, was hast du denn hier für ein Kraut? Das ist Dill, eine typische Zutat für Quark oder für Gurkensalat. So, ihr schneidet jetzt noch die Kräuter und ich schau mal, was wir im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern in unserem Garten noch so alles haben an Kräutern. Bis gleich. Okay. Tschüssi. Kräuter vermögen selbst einfachen Gerichten eine edle und aromatische Note zu geben. Der Salbei ist sehr aromatisch, findet in der Heilkunde Verwendung, vor allen Dingen bei Erkältungskrankheiten. Und deswegen machen wir 2-3 Blättchen bei uns mit in den Kräuterquark mit hinein. Aber nicht zu viel, weil sonst kann es leicht bitter werden. Jetzt sind wir bei unserer Kräuterspirale angekommen und unsere Kräuterspirale bietet die besten Bedingungen für den Kräuteranbau. Es gibt nämlich Kräuter, die benötigen eher eine karge Erde, wie unser Salbei zum Beispiel. Und es gibt Kräuter, die eine nährstoffreiche Erde benötigen, wie die Pimpinelle. Und die Pimpinelle passt hervorragend in Kräuterquark.
haben wir die Zitronenmelisse. Die kannte bereits Hildegard von Bingen und sie sagte, dass das Kräutlein das Herz fröhlich mache. Und tatsächlich ist seine beruhigende Wirkung festgestellt worden, sodass man eben auch die Melisse für Kräuterbäder, beruhigende Kräuterbäder nutzt. Sie hat ein ganz tolles Zitronenaroma und schmeckt hervorragend zu unserem Kräuterquark. Sind wir bei uns im Bauerngarten angelangt und hier wächst das Kraut, was in keinem Kräuterquark fehlen darf, der Schnittlauch. Der Schnittlauch und gleich nebenan haben wir auch den Schnittknoblauch. Das sind Kräuter, die haben so eine leicht scharfe Note und diese Schärfe bewirkt, dass sie zum einen eben ja, Geschmack bringen in unsere Speisen und zum anderen eben auch appetitanregend wirken und unsere Immunabwehr stärken. Bunte Vielfalt gefunden. Jetzt haben wir die Kräuter alle geschnitten, dann kommen die Kräuter mit in die Schüssel und dann werden wir die alle unterrühren. Okay? Also einfach die Kräuter mit reingeben, könnt ihr schon machen. Okay, zu guter Letzt können wir etwas Mineralwasser dazugeben, damit der Quark etwas cremiger wird. Do tvarohu přidáme minerálku, aby byl tvaroh jemnější. Eine wichtige Zutat fehlt aber noch, das Leinöl. Ich werde gleich mal in die Ölmühle gehen und welches besorgen. Vielleicht kann mir noch jemand mehr zu der Herstellung erklären. Herstellung vom Leinöl erklären? Ja, das kann ich. Aber da musst du mit mir mitkommen. Okay. Gut, komm, geh mal. So, hier in diesem Raum wird die Leinsamkeit natürlich. Hier fährt ein Lkw rein, schüttet das aus, das fällt hier in die Grube und wird mittels dieses Becherwerkes nach oben gehoben und von dort aus verteilt auf Silos. Und dann geht's weiter. Da gehen wir jetzt hin. Okay.
Alexander, jetzt haben wir unsere Runde beendet und jetzt hast du gesehen, wie die Leinsaat angeliefert wird, gereinigt wird, gemahlen wird, gepresst wird und hier kommt jetzt frisch gefiltertes Leinöl raus. Warum ist ein Leinöl so gesund? Weil in dem Leinöl Omega-3-Fettsäuren drin sind, die kann der Körper selber nicht herstellen und deswegen essen wir täglich Leinöl. Wie lange hält sich Leinöl eigentlich frisch? Leinöl hält sich 8 Wochen, aber es verliert dann an Geschmack. Es ist besser, wenn es nach 14 Tagen gegessen ist. Ich wollte noch Leinöl für unsere Pellkartoffeln mit Quark kaufen. Ja, fülle ich dir eine Flasche ein, ja? Ja. Dankeschön, stimmt so. Und dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Spitzenmäßig. Ah, das Leinöl. Das ist gut. Okay, dann machen wir es mal auf. Okay, frisch abgezapft ist das. Okay, ich höre, du gießt. Fertig. Lauter gesunde Zutaten und da können wir nur noch alle wünschen. Guten Appetit, Dr. Kuss. So, heute gibt es Kartoffeln, Quark und Leinöl. Dnes máme brambory na loupačku s tvarohem a lněným olejem. Ráda bych si přidala ještě pár brambor. Ich möchte gerne noch ein paar Kartoffeln.